Und ja, das wäre der Fuck auf dem mit deinen Sachen und Updater und Dings. Und da kannst du so viele Add-ons installieren. Und die sollte man auch installieren, wenn man nicht unnötig Zeit vertun will. Da gibt es so viele Add-ons, die so viel Zeit sparen, eben für so Sachen herstellen. Oder auch für Dungeons, Quests, für alles, für die Rotations, dass die Knöpfe blinken, wenn es glaubt, gedrückt, weil für dich drücken darf es nicht. Das ist das Einzige, was so ein Ding im Prinzip nicht darf. Für Preisdatenbank, damit siehst du, ob was teuer oder billig ist. Und Tooltips und Geschichten. Und da kannst ja, wie gesagt, im Sommer dann wollte ich es dann fertig spielen. Und jetzt will ich, wie gesagt, jetzt, meine, jetzt hat man schon so viele Stunden gespielt, jetzt will man diese restliche, jetzt will ich zum Beispiel den Untrade-Skill auch noch ausmaximieren, damit ich einen Spell-Thread verkaufen kann, obwohl das wahrscheinlich auch nicht wirklich ein wunderbares Erlebnis ist, wenn sie einen Spell-Thread verkauft. Irgendwie anders, als wenn sie irgendein komisches Tier verkauft oder ein Rezept, was man genauso wie ein Tier ums Vielfache weiterverkaufen kann. Oder meine zweite Profession Inscription, das überhaupt, aber ja, da hast du dann Add-ons und kaufst die Kräuter aus dem Auktionshaus. Dann tust du die Kräuter, da musst du dann nochmal 10 Minuten auf 1 drücken oder auf irgendeine, ich meine, kannst du ja irgendeine Taste belegen, aber ich hab's sogar auf 1. Und da drückst du 10 Minuten auf 1, da tut er die Kräuter millen, also so schreddern, damit es ein Pulver wird, damit es Pigmente hast am Schluss. Also da drückst du 1 wie ein Trottel, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, solange bis nichts mehr da ist. Dann machst du Inks. Dann hast du die Pigmente, machst dein Trade-Window auf dein Standard-World of Warcraft-Window, einmal zur Abwechslung, kein Add-on. Und dann hast du, wie gesagt, die ganzen Inks, die du machen kannst. Und dann siehst du aus den Pigmenten, die er gekauft hat, weil zuerst hast du schon mal das Auktionshaus gescannt und da hast du schon mal gesehen, was du noch produzieren musst. Und dann hast du schon einmal automatisch per Add-on das gekauft, was er glaubt, was du brauchst, damit sich das ausgeht von den Inks, damit du die Glyphs machen kannst. Und da sagst du einfach nur, ja, kaufen, kaufen, kaufen. Da siehst du immer, er glaubt, die Ink kostet traditionellerweise, also einen Market Price, den er glaubt, den er wahrscheinlich meistens hat, was er halt über ein paar Tage ausrechnen glaubt, da ist so um die 3 Gold und wenn er es um den Preis einkauft hat, war das 3,50, ist das in Ordnung, du sagst, ja, kaufen, kaufen, kaufen. Oder manchmal ist es auch viel lustiger, natürlich, wenn es billiger ist, wenn er jetzt sagt, ich glaube, es kostet 4 Gold, es kostet aber eigentlich nur 75 Silber, sage ich, ja, kaufen, 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 kaufen. Aber ich muss jede Aktion, also jede Aktion muss ich bestätigen, das ist das Limit von solchen Add-ons, die kann ich nicht automatisch einkaufen. Ich meine, er kann automatisch sagen, willst du es kaufen, es kostet um so viel mehr oder weniger und ich muss immer sagen, ja. Und wie gesagt, wenn ich das alles habe, dann tue ich das millen, da sage ich 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das geht auch entweder mit einem selbstgeschriebenen Marker oder du stellst wieder ein anderes Add-on, was er erkennt, du hast die Kräuter und was automatisch den Befehl schickt, mill das Kraut, was du hast. Weil sonst müsstest du aus dem Standardmenü müsstest immer anklicken, das Mill-Icon und dann im Inventar auf das Ding klicken. Klick, 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 da wisst ihr. Also das ist natürlich viel einfacher, wenn du einfach nur 1, 1, 1, ist aber noch blöder natürlich 1, 1, 1. Aber ich meine, immer zwei Sachen anklicken ist auch nicht viel gescheiter. 1, 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 bist fertig. Bis dann hast du, wie gesagt, die ganze, dann bist du mal wie ohne Addon. Und hast zum Machen die Inks, die verschiedenen Tintenarten. Verschiedene Glyphs aus verschiedenen Tiers, aus verschiedenen Kräutern im Prinzip und verschiedenen Expansion Packs produzieren verschiedene Inks, brauchen verschiedene Inks. Also machst du deine Inks, da steht dann 20 Inks, 30 Inks, je nachdem wie viele Kräuter du vorher gekauft hast und dann drückst auf Create und das kann auf einmal machen. Da musst nicht 30 Mal drücken. Du sagst, also du siehst einfach nur 30, sagst Create All, dann drückst drauf und ich habe Castbar auch installiert, weil die normale Castbar ist so klein und schier und den kennt man nicht wirklich. Da habe ich so Castbar installiert. Mir wird wahrscheinlich einfach nicht lang drüber liegen, ich habe es jetzt nicht, wahrscheinlich falls mir ein, wenn ich gar nicht will, dass mir einfällt. Also ich habe so Castbar, die mir auch die Zeit anzeigt. Das heißt, also die ist auch natürlich fürs Zaubern auch praktisch und die zeigt auch den Lag an hinten nach. Das heißt, wenn ich jetzt 200 Millisekunden, was auf einem Counter-Strike-Server fatal wäre, da könnte man nicht spielen, auf dem Warcraft-Server ist relativ normal. Wenn ich jetzt 200 Millisekunden Lag habe, weiß ich, wenn ich in den 200 Millisekunden den Skill noch einmal drücke, also jetzt vor allem fürs Fighten, ja, dann führt er mir den sofort aus, wenn der eine abgeschlossen ist, weil der ein bisschen Lag-Toleranz natürlich einbaut hat. Und da kann ich ein bisschen vordrücken. Also da verschwende ich keine Millisekunden dazwischen. Aber um das geht es jetzt nicht. Deshalb wollte ich mich diese Prozesse erklären, wie man das eben aus den Pflanzen auch Geld machen kann mit Inscription, der zweiten Profession of my Main. Und wie gesagt, dann habe ich die 30, also da wartet es dann. Die Castbar zeigt dann an, wie viele Minuten noch sind, damit es fertig ist. Wenn es überhaupt Minuten sind. Ne? Wenn man viel Tinten macht, kann ich sagen, ich mache die 30 Tinten auf einmal und dann zeigt der Mann, dauert 1 Minute 8 Sekunden. Dann kann ich dabei einen Schluck Wasser trinken gehen oder ein bisschen auf und ab gehen. Oder für einen Kaffee wird sie nicht ausgehen bei 3 Minuten. Ne? Aber zumindest muss ich nicht dauernd 1 drücken. Dann muss ich das aber natürlich für jede Art Tinte machen. Dann gibt es
wie gesagt, je nachdem, was ich einkauft habe, mache da dann die Tinten, wähle ich das nächste aus. Kann ich aber nicht sofort, während ich noch das andere mache. Ich muss warten, bis er fertig ist, dann kann ich das nächste in Auftrag geben. Also ich warte, bis er, ich kann nichts queuen, ich kann nichts aufstocken, ich kann nichts sagen, mach das, dann das, dann das, dann das und dann wirklich auf einen Kaffee gehen, weil ich muss alle Minuten eine andere Ink machen. So, die Inks sind dann fertig und meistens kauft er nicht alle Inks wirklich direkt, sondern manche sind ihm so zu teuer, dass er die Cataclysm-Herbs kauft, die Cataclysm-Pflanzen, die, wenn man die zu einer Ink macht, kann man die Ink beim Ink-Trader downtraden zur Ink, die man wirklich braucht. Das heißt, er hat dann gemacht, wie gesagt, ein paar Inks, die man wirklich braucht und er hat gemacht Inks, die man zu tauschen hat. Aber das macht gar nichts, weil das macht er in einem Aufwaschen. Man braucht außer den Inks nämlich auch noch die verschiedensten Pergamente. Man braucht für jedes Glyph das richtige Pergament. Man kann nicht, also ja, wie gesagt, für billige Glyphs gibt es billige Pergamente. Aber ich meine, es ist ja, außer das, wenn man es händisch macht, der Wahnsinn ist oder wer. Gut, dann geht man zu dem Dandler, der verkauft Pergamente und tradet die Inks down. Ich glaube, früher waren das zwei verschiedene Typen, aber die machen ja viel oft dann einfacher über die Patches, was man so liest. Weil ich meine, viel habe ich euch beim ersten Mal, weil ich davor auf der Zeit habe erzählt, dass die ersten Informationen, die ich gelesen habe, oft noch so veraltet waren und so falsche Informationen gehabt haben und mich so über 17 Ecken draufgeholt bin, dass das alles überhaupt nicht mehr stimmt, was ich gelesen habe. Furchtbar. Egal. Man geht dann so dem Wappler hin und das gleiche Add-on, was auch das ganze Zeug einkauft und so, das ist überhaupt das Add-on, wenn man viele Sachen herstellt, wie Trade Skill Master, TSM. Ohne dem geht das. Man geht es schon, aber ohne dem brauchst du wahrscheinlich 100-mal so lang oder 10-mal so lang oder 20-mal so lang. Da kannst du dann, wie gesagt, der schaut automatisch, wenn du das eingestellt hast, was fällt und dann sagst du Restock Queue und du sagst, du willst mindestens 20 Gold Profit machen und dann sagt er, die 40 Glyphs willst du machen. Und dann, wie gesagt, gehst du zum Auktionshaus und sagst, kauf ein für die 40 Glyphs und dann kauft er, wie gesagt, die ganzen Materialien ein. Und der zweite Schritt, wo das TSM jetzt zum Einsatz kommt, ist, wenn ich zu dem Wappler-Tandler hingehe und sage, erst gib mir jetzt die Pergamente, verkaufen wir die Pergamente und tauschen wir die Blackfellow Inks, die Cataclysm Tinten gegen alte Tinten, die zu teuer waren am Auktionshaus. Ist ein Knopf. Also das dürfte... Manchmal muss man oft drücken, aber das ist ein Knopf, das dürfte mit einem Knopf erlaubt sein. Man drückt einen Knopf und man hat gekauft 5 verschiedene Pergamente und, weiß ich nicht, 3 verschiedene, ist jetzt Hausnummer, Inks downgetradet für in verschiedenen Mengen. Alles dann genau fertig. Dann schaut man den Restock Queue noch einmal an. Das heißt, man macht sein ganz normales Trade Window auf und dann drückt man auf den Trade Skill Master Knopf ganz oben und dann muss das alles grün sein in dem Restock Queue, weil sonst war immer aufgelistet, habe in Bag so viel, muss kaufen so viel, insgesamt brauche ich so viel oder wenn ich in der Bank was habe, dann zeigt er das auch an, das ist gelb, das muss ich jetzt noch aus der Bank holen. Aber wenn dann einmal alles fertig ist, dann ist alles grün. Und dann muss ich, wenn jetzt zum Beispiel die 40 Glyphs, was ich auf dem letzten Tag verkauft habe, um eben die 2.500 Euro, sage ich, 2.500 Gold, um die 3.000 Gold, was auch immer, dann, wenn ich die jetzt nachproduzieren will, muss ich jetzt 40 Mal den Craft-Knopf drücken. Das kann ich wieder nicht queuen, genauso wie die verschiedensten anderen Sachen in dem Prozess, was ich schon gesagt habe. Also drücke ich Craft und dann ein Glyph dauert natürlich zum Beispiel ein bisschen länger als ein Ink, aber nicht so viel. Also zum Beispiel weil jetzt von dem Tailoring, weil wir haben ja auch Tailoring als Hauptding, also als beim Hauptcharakter als Trade-Skill. Tailoring-Taschen oder irgendwelche Armor oder irgendwelche Fetzen, die dauern länger. Das ist wirklich... Aber da macht man auch normalerweise mehr und nicht zu viel verschiedene. Gut, ein Glyph dauert nicht so lange, aber trotzdem, du musst es dann 40 Mal drücken und wenn er fertig ist, drücken und wenn er wieder fertig ist, drücken und dann vielleicht Craft, Craft, Next, Craft, Next, Craft, Next, Craft, Next, Craft. So schnell geht es ja gar nicht. Also Craft, Next und dann siehst du die Castbar, wie sie sich vollfüllt, zack, die Glyph, den hörst, wie er sich ins Innen darlegt, drückst Craft, Next und das Ganze und dann drückst wieder Craft, Next. Also so lange, bis er fertig ist. Dann eine herrliche Funktion. Also man verkauft meistens nicht das Zeug selber, weil das mit dem Backspace und so, das gibt gewisse Bags, die Glyphs halten und viel mehr davon halten können, als jetzt diese All-Purpose-Bags, die alles halten können. Also die Taschen. Also deswegen, man hat Leute, die am Auktionshaus stehen und die nur verkaufen und nur dazu stehen, die sind, dass sie das auf Auktionshaus verstellen, schauen, ob wer überboten hat, das wieder canceln, aus der Mailbox wieder auszahlen, wieder aufs Auktionshaus stehen. Und das ist überhaupt, also wenn man das einmal ein paar Tage oder ein paar Wochen, weil man so fad war, dass man das eingestellt hat, diese Automail-Funktion, da kann man auch wieder mit einer, also es ist, die Guidelines müssen ja total interessant sein. Manche Sachen, wie gesagt, braucht jedes Ding einen Knopfdruck, aber ich kann mit einem Knopf
5-6 Mails verschicken oder wie auch immer. So viel, wie ich halt ins Inventar reinkriege. Pro Mail gehen nämlich nur 12 Items. Und über Mail schicke ich jetzt zum Verkäufer die fertigen Glyphs. Und es ist so lustig, du gehst zum Mailbox, drückst Automail und du hast eingestellt, du willst diese Items, diesen Typ, also der weißt es schon, das ist eigentlich, das hast du einfach vorher eingestellt, drückst auf den Knopf und dann kommst du zack, 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 du hörst, wie sich Stöße von Items aus den Bags in die Mails einhauen, also dieses, wenn man was irgendwo fallen lässt, wenn man an Edelstein oder was ähnliches fallen lässt, macht es Bing und wenn ihr einen Clip oder irgendwas Papiermäßiges fallen, macht so ein Papiergeräusch und zack, so ein Fuck, der Fuck macht es nicht. Aber so ähnlich, so ähnlich. Ah, gut, dann ist es, ich weiß nicht, ich finde das immer lustig, aber ich meine, daran sieht man ja irgendwie, dass das ein seltsames Spiel ist, oder? Das World of Warcraft, wenn das Erfüllendste von so einem Ding, was man eigentlich jeden Tag machen sollte, damit man eben jeden Tag, also ich meine, wenn man das Gold will, wenn man jeden Tag Gold will, dass man das jeden Tag nachproduziert und dass das Lustigste für mich und das Erfüllendste das Geräusch ist und die Tatsache, dass wenn ich auf den Automail-Knopf drücke, dass er 4 Mails mit vollem Inhalt innerhalb von einer Sekunde fupp, da, oder 2-3 Sekunden verschickt zung, 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 und weg ist das Zeug. Also, ja, ich meine, ich weiß nicht, dass das Lustigste ist. Ich habe mir auch schon so oft gedacht, bitte, beim World of Warcraft, du machst das alles und du siehst nichts davon. Das Glyph, das ist so ein kleines, pixeliges Symbol in deiner Taschen und sonst nirgends. Und vieles von dem Zeug ist dann einfach nur kleine pixelige Symbole. Du kannst fischen zum Beispiel, das dauert, wenn man jetzt durchschnittlich rechnet, wenn ich jetzt fischen bis auf den Anschlag haben will, müsste ich 18 Stunden nichts anderes machen, außer fischen, 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 18 Stunden lang. Und du hast am Schluss nichts, was du herzeigen kannst, weil ein Fisch ist nichts als ein pixeliges Icon in deinem Ding. Ein Fisch existiert nicht als Fisch in der Landschaft, oder es kostet nicht Healing, das kostet nichts anschauen, es kostet nicht Equipen, das kostet Essen, und das Essen, da hat er nichts in der Hand. Bei der Essen-Animation tut er nur so, da der Essen, bei der Crafting-Animation tut er nur so mit, das sind alles Luftgesten, ne? Und man sieht nichts, das, und ja, da war jetzt 18 Stunden, du siehst nichts, das hast du nicht so. Und wie gesagt, dann bei dieser Glyph-Produktion hast du es dann verschickt, und du kannst dann solche Gruppen einstellen, eben bei diesem Trade Skill Master Add-on zum Verkaufen, auch sehr praktisch, kannst sagen, den Minimalpreis unter dem Verkauf ist gar nicht, was mache ich, wenn der Preis unter das sinkt, lasse ich es einfach im Inventar, oder stelle ich es auf, aber zu einem anderen Preis, oder wie weit gehe ich mit, wie hoch stelle ich es, okay, 200%, das heißt, wenn jetzt vom Fallback zum Beispiel, wenn jetzt keiner was gepostet hat, kann ich sagen, ein Fallback, das heißt, wenn jetzt überhaupt nichts drinsteht, verkaufe ich den Glyph um 200 Gold, aber wenn jetzt einer schon um 300 gepostet hat, verkaufe ich es schon um 300, also undercutte ich den um ein bisschen was, bis 300, 400 aufhört, kann man wie gesagt stufenlos einstellen. Oder wenn das eben dann drüber ist, wenn du jetzt, sage ich ja, um 1000 versucht es zu verkaufen, werde ich nicht versuchen, das um 999 zu verkaufen, weil ich weiß, es wird sich nicht verkaufen. Dann stelle ich ein, wenn das ist, verkaufst du mal ein Fallback, verkaufst du um 200 und ignoriere den Idioten um 1000. Also das kann man so einstellen. Und ja, das ist dann automatisch auch. Das ist das Lustige, das hast du dann. Also ich habe dann so um die 100 Glyphs und mehr, wenn ich nur wirklich die produziert habe und die noch habe, die sie nicht verkauft hat, die sich um 20 oder mehr Gold Profit verkaufen oder dann beim Verkaufen selber verkaufe ich es um 20 oder mehr Gold, weil mehr als 20 kostet es meistens nicht zum Herstellen oder fast eigentlich nicht zum Herstellen. Die teuren kosten vielleicht 15, 16, 17 zum Herstellen, die billigen um die 10. Das heißt, um 20 mache ich schon einen Profit. Das heißt, alles über 20 stehe ich einfach ins Auktionshaus und undercut einfach den niedrigsten Preis um einen Kopper, also um das Wenigste. Und also, dass der Preis stabil bleibt, wenn das jeder macht, bleibt der Preis relativ stabil. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, das geht natürlich leicht. Jetzt spiele ich ein bisschen Marktforschung, oder nicht Marktforschung, aber Marktspielereien und Strategien und ärgere meine ganzen Mitverkäufer, indem ich jetzt alle Glyphs, die es gibt, produziere und dann weit, weit, weit unter Produktionskosten verkauft, damit kein Mensch mehr einen Profit macht auf dem Server. Also ich meine, ich weiß nicht, dass das gut ist, aber manche Leute haben halt schon Spaß, wenn es anderen Leuten Profit wegnehmen können, auch wenn es dann selber keinen Profit mehr machen. Aber ich meine, ja, das muss halt ein gewisser Charakter sein, wenn man sowas lustig findet, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ich schaue, dass der Preis für alle hoch ist und ich störe nicht so viel gleichzeitig ein, ich verstehe immer, wie groß ist die Chance, wenn es da, sagen wir, 10, 15
15, 20, 30 Leute gibt, die ständig ihre Waren aufstellen und ständig billiger verkaufen, wie groß ist die Chance, dass ich 2, 3, 4 von einem Stückel verkaufe? Also ich stelle eigentlich von den Klöfs immer nur eine. Und ich denke mir immer, wenn das sich einer anschaut, weil man kann sich beim Raufstellen anschauen, wie die verteilt sind und wer das raufstellt und wie gesagt, wie viel pro Stack der, oder halt pro, ja, ich meine, stacken kann man es natürlich auch, manche Sachen stacken bis zu 20, bis zu 100, da muss man auch auf die Stacks aufpassen, aber Glyphs sind Stacks, verkauft ist nicht wirklich sinnvoll, das verkauft das Singles, aber wie viele Singles postet der 1, 4, 5? Und ich denke mir mal, 1 ist auch einfach freundlicher, das 1 schaut dann nicht so aus, ich meine, 1 könnte man auch sagen, wenn man jetzt, also ich würde das sagen, wenn ich jetzt das händisch machen würde und ich würde das immer sehen und ich würde sehen, 1, denke mir, das verkauft sehr schnell und wenn es meine Auktion noch auf dem zweiten Platz ist, da die das gar nicht undercutten, weil da denke ich mir, da war die, bis das einer gekauft hat, den einen Glyph und dann kommt der zu meinem Glyph. Und ja, also wenn jetzt zum Beispiel da, das ist wie eine Wand, wenn ich aufstehen würde, wenn ich jetzt 5 oder 10 Glyphs aufstehen würde, dann muss ich den undercutten, wenn ich denke, bis dem seine 10 Glyphs weg sind, kommt der nie zu meinem, auch wenn ich auf zweiter Position bin. Also deswegen finde ich immer das netter und ja, deswegen habe ich das so eingestellt. Aber wie gesagt, du kannst alles erstellen und managen verschiedenste Gruppen, du kannst Übergruppen haben und Untergruppen haben und die können ihre Attribute von der oberen Gruppe und du kannst, also du kannst absolut irre Konfigurationen und maßgeschneiderte Strategie-Sachen dir überlegen. Aber wie gesagt, ich habe nicht einmal nach Inks oder irgendwas sortiert. Ich habe mir gedacht, ich mache dann, wenn ich mehr Glyphs habe, dann muss ich ja researchen, die blöden Glyphs. Viele kannst du vom Trainer einfach kaufen, aber die verkaufen sich nicht, weil das brauchen die Leute zum Leveln und irgendeiner levelt immer und das ist immer so billig und dann machst du überhaupt keinen Gewinn. Und die richtigen, die sich wirklich verkaufen, die kannst jeden Tag ein Research, da musst du ein bisschen Ink dafür aufwenden und ein paar Pergamente und dann lernst jeden Tag einen neuen Glyph dazu. Ne? Und das habe ich jetzt eben, wie gesagt, eben wochenlang gemacht. Dadurch habe ich jetzt etlich viele Glyphs. Und ursprünglich war mein Plan, wie ich noch nicht so viel gehabt habe, na, wenn ich mal viel habe, dann mache ich verschiedene Gruppen für die verschiedenen Inks. Weil dann kann ich bei manchen Inks kann ich niedriger mit dem Preis gehen. Dann mache ich mir ein Spreadsheet, habe ich mir gedacht, in Google Docs oder wo auch immer. Und dann rechne ich mir aus, na, da kann ich eigentlich auf 15 runtergehen oder auf 9 oder auf 5 oder keine Ahnung, wenn besonders billige Inks sind. Aber ich habe von vornherein eine Gruppe gehabt, die heißt Sauhaufen bei mir. Und ich jeden neuen Glyph, jeden neuen Glyph haue ich einfach jetzt in die Sauhaufen-Gruppe eine, wird verkauft, wenn es über 20 Gold ist und fertig. Also das ist, also wie gesagt, das ist mein Deckel-Approach. Aber wie gesagt, es gibt sicher Leute, die haben Fede Ink an extraigen Preis und an extraigen Fallback und an extraigen Ding. Ich habe jeden Glyph, wie gesagt, über 20 Gold wieder verkauft. Wenn da nichts drin ist im Auktionshaus gerade, mein Fallback ist also 200 Gold für jeden Glyph. Und ich gehe bei jedem Glyph mit bis 400, 500, 600 Gold und ab dann falle ich erst wieder back auf 200 Gold. Also das ist bei mir für jeden Glyph dieselbe. Also wie gesagt, ein Sauhaufen. Und das ist auch viel einfacher zu mailen. Die neuen Glyphs einfach immer in die Sauhaufen-Gruppe und dann ist das, weil die Mail-Gruppe, ja, ich meine, das ist einfach... Wenn das alles in einem ist, ist das natürlich einfacher. Dann kann ich Sauhaufen fürs Mailen, Sauhaufen fürs Aufstellen. Und muss, ja, das ist, wie gesagt, das kann man für alles machen, was man produziert. Ne? Glyphs ist jetzt da jetzt natürlich ein Prime-Beispiel, weil es so viele verschiedene gibt. Für jede Klasse gibt es Primes und Miners und verschiedenste, also drei verschiedene und für jeden Speck und also ist unterschiedlich, aber jede Klasse, ich weiß nicht, wie viele sind, 30, 40 Glyphs pro, ich weiß es gar nicht, 20, keine Ahnung. Viele Glyphs, viele sind wahrscheinlich unnötig. Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich auch sammeln, weil, oder ich meine, manche kaufen sich wahrscheinlich einfach welche auch, die es nicht brauchen, einfach damit sie eine volle Sammlung haben, weil man muss jetzt Glyphs nur einmal kaufen, also ich meine, ich habe es noch nie anders gesehen, aber das ist halt wie immer so ein Ding, was sich man dann hört, das hat es mal anders gegeben früher, man kauft es jetzt einmal und man hat es ewig drin, auch wenn man es rausnimmt und wieder reinnimmt und da braucht man ein bisschen was man beim Händler kaufen kann, so ein Pulver, dann kann man die Glyphs rausnehmen und dann kannst du einen neuen Glyph reingeben auf derselben Stelle, kannst du ein bisschen herumschaffeln, ein bisschen herum ja, wie auch immer. Aber man muss nicht neu, es ist nicht weg, muss nicht neu kaufen. Das heißt, ich kann mir einmal das komplette Set kaufen und dann muss ich mich nicht mehr kümmern und dann kann ich nur mehr wechseln. Also vielleicht, oder vielleicht wollen einfach Leute einfach ein volles Set haben. Weil manche Glyphs, oder vielleicht spielen die besonders komische Builds und haben natürlich wirklich eine Verwendung für manche. Weil manche, wenn ich für die zwei, drei Klassen, wo ich mich jetzt ein bisschen auskenne, kommen mir manche wirklich total relativ nutzlos vor. Und ich denke mir, wer zahlt 200 Gold für so ein... Gold wird natürlich gleich
gleichzeitig auch immer weniger wert. Die Leute machen immer mehr von denen Dungeons, kommen immer weiter mit ihren Raids, da fallen immer wertvollere Sachen ab und auch noch dazu von Quests, Quest Rewards, also das kommt sowieso. Also es gibt viele Gold-Faucets im Game, viele Gold-Wasserhähne, wie man im MMO-Deutsch sagt oder im Englisch. Und da, durch die Quests, durch die Drops, durch das Looten kommt einfach. Und jetzt dann die letzte Content-Patch hat viele, viele Daily-Missions eingebaut auf höchster Stufe. Die bringen natürlich dann auch täglich von den Quests Gold. Ne? Und da kann man sich schon, also wie, ich meine, jetzt kann ich mir natürlich alles vorstellen. Ne? Jetzt, wo ich fast 100.000 Gold habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, 200 Gold, vielleicht brauche ich den Griff, vielleicht brauche ich ja nicht. Wie ich ein paar tausend Gold gehabt habe oder vielleicht nur ein paar hundert Gold gehabt habe, meine ersten Griffe so gekauft habe, da habe ich wahrscheinlich nicht mal nur 1.000 Gold gehabt. Und da habe ich einen kaufen müssen um die 200 Gold. Und das, der, puh, das, da habe ich mir lange überlegt, ob ich mir den, puh, soll ich den jetzt wirklich kaufen? Aber wenn ich es nicht kaufe, dann habe ich länger gespielt ohne das. Kann ich auch nicht. Bis jetzt warte, ob der billig ist. Also ich habe mir dann schlussendlich gekauft, weil ich wusste, den brauche ich sicher. Aber der war halt dann so teuer. Ne? Aber wie gesagt, für die meisten Leute überhaupt die viel und lang und nicht so wie ich das als Experiment und jetzt endlich fertig spielen wollen, sondern schon seit 5-6 Jahren spielen, es wird 200 Gold immer mehr zum. Ja, kann man ausgeben, ist wurscht. Kriege jedes Doppelte wieder, wenn ich meine komischen Daily-Quests mache oder wenn ich auch mal irgendein Dungeon gehe. Also das wird natürlich, also die Inflation ist riesengroß bei dem World of Warcraft-Geschichten. Wie gesagt, weil jedes neue Patch, jeder neue große Update bringt Quests, die mehr oder weniger mehr Gold geben müssen als die vorherigen Quests, weil sonst würde das komisch ausschauen wahrscheinlich. Und von daher haben sie sogar die Cap geraced. Ich komme ja nicht einmal auf den alten Cap. 214, irgendwas Gold. Also 214.000 irgendwas Gold. Die neue ist ein, genau 1 Million Gold, der ein Charakter halten kann. Die alte war 200 irgendwas 1.000 Gold. Ich komme nicht einmal wahrscheinlich auf knappe 100.000 Gold jetzt. Und ja, weiß ich mal, was bringt mich. Ja, wie gesagt, ist auch nicht wirklich sinnvoll, glaube ich.